Herzlich willkommen zum ersten VoxBox hier in Straßburg im Europäischen Parlament. Einen guten Start ins neue Jahr wünsche ich Ihnen allen. Diese erste Sitzung hier steht absolut noch unter den Anschlägen in Paris. Eine ganz hohe Solidarität ist immer wieder zum Ausdruck gekommen. Aber ebenfalls auch eine Solidarität mit den Anschlägen, die wir in Nigeria hatten. Auch das wurde gestern thematisiert und wir werden dazu eine Resolution hier im Europäischen Parlament in der nächsten Sitzung verabschieden. Ebenfalls neu in diesem Jahr ist das Themenjahr. Das Themenjahr heißt Entwicklungspolitik und ich bin Mitglied im Ausschuss für Entwicklungszusammenarbeit und gleichzeitig Sprecher meiner europäischen Fraktionsgruppe zu diesem Thema. Und deswegen war ich letzte Woche in Riga, wo der Auftakt stattgefunden hat des Themenjahres. Dort haben wir zusammen mit den Nichtregierungsorganisationen die erste Veranstaltung gehabt und gleichzeitig auch mit Juncker, mit Frau Mogherini. Und ich habe gestern hier im Europäischen Parlament zu diesem Thema gesprochen und zwei Themen aus Deutschland hier einfach angebracht. Entwicklungszusammenarbeit ist ein so breites Thema, dass wir das Thema nicht nur national, sondern europäisch angehen müssen. Und das betrifft insbesondere die Frage, wie wir Fair Trade, fairer Handel, faire Handelsketten hier als Thema mit platzieren. Unser Bundesminister für Entwicklungszusammenarbeit Müller hat das Thema vorangebracht, Textilallianz, dass Handelsketten faire Arbeitsbedingungen vorweisen müssen. Und das ist national nicht vorangekommen. Dann das versuchen wir jetzt hier europäisch voranzubringen. Gleichzeitig möchte ich das, was wir im Europaparlament haben, nämlich einen Bericht, einen Kohärenzbericht, der die verschiedenen Themenfelder wie Flüchtlingssituationen, wie die Frage der Menschenrechte, aber auch wie die Frage des fairen Handels oder Agrarsubventionen hier gebündelt werden, damit Entwicklungszusammenarbeit tatsächlich wirksam werden kann. Und diese Art der Berichte gibt es in anderen Ländern wie in Schweden und in Finnland oder in der Europäischen Union. Und ich möchte gerne auch, dass der Deutsche Bundestag darüber spricht. Vielleicht im Europaausschuss, vielleicht im Ausschuss für Entwicklungszusammenarbeit. Und dafür werde ich mich hier ebenfalls aus Brüssel mit einsetzen. In dem Zusammenhang habe ich mit dem Kommissar Mimica gesprochen, in Vorbereitung seines Gespräches heute mit dem Bundesminister, aber auch im Ausschuss für Entwicklungszusammenarbeit, dass wir die Themen sozusagen Textilallianz, aber auch ein Bundestagsantrag, sozusagen der die Frage von internationalen Arbeitsstandards mit aufs Tableau hebt. Gute Arbeit weltweit heißt der Antrag im Deutschen Bundestag. Und auch dieses Thema möchte ich hier dieses Jahr zum entwicklungspolitischen Jahr mit aufs Tableau bringen. Insofern gibt es viele Themen, die uns beschäftigen, die mich beschäftigen. In der Außenpolitik haben wir das Thema Ukraine-Situation besprochen. Auch dort wird es eine Resolution geben. Das Thema der Menschenrechte in Ägypten ist uns ein zentrales Anliegen, wo ich Gespräche geführt habe mit nationalen Vertretern von Menschenrechtsorganisationen Ägyptens und gleichzeitig das Thema jetzt auch als Resolution heute hier im Parlament verabschiedet wird. So viel als erstes von der ersten Straßburg-Woche von mir. Ich freue mich weiterhin auf Ihre Anschriften, auf Ihre E-Mails, auf Ihre Anrufe, auf Ihre Besuche hier bei mir in Brüssel, in Straßburg, aber auch vor Ort in Sachsen-Anhalt. Alles Gute und dann bis bald.